Wie bereitet ihr euch darauf vor, dass am Freitag das Internet abgestellt wird? Was? Habt ihr keine Nachrichten gehört? Es war heute früh in Nachrichten. Nein. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Was wäre das schlimm für euch, dass das Internet abgestellt würde? Ja, für immer. Was? Nein, damit kann ich nicht leben. Also eigentlich wäre es ja nicht so schlimm, weil irgendwie ist es ja schon ziemlich krank, wie das Internet uns alle sozusagen regiert. Aber irgendwie wäre es doch scheiße, weil dann ist es ja auch irgendwie unser Leben. Abgeschaltet, wenn es keiner schafft, den Hacker zu stoppen. Und wie die Welt dann aussieht, will sich keiner vorstellen. Ab 30. März müsst ihr auf das Internet verzichten. Und zwar weltweit. Und zwar für immer. Ich habe endlich den Virus fertiggestellt. Wie fändest du es, wenn es kein Internet mehr gäbe? Ja, also mich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht groß berühren, sag ich mal, weil ich habe mit dem Internet eigentlich fast nichts zu tun. Naja, es ist halt dann schon ganz schön blöd, wegen der Schule auch, weil da gibt es halt viele Infos. Eigentlich doof, weil ich gehe sehr oft ins Internet. Also für mich wäre es nicht so schlimm, weil ich sitze ja nie, eigentlich fast kaum am Computer. Ich fände es nicht so toll, weil es gibt, würden auch viele Möglichkeiten sozusagen weggehen. Es ist ja nicht wie Weltuntergang. Oh ja, das wäre schlimm. Für mich auch. Und da müssen wir das verhindern. Ich brauche viel Internet für meine Vorbereitungen, aber ich kaufe auch viel über eBay. Eine Woche lang haben sich 82 Schülerinnen und Schüler aus 4 Berliner Grundschulen intensiv mit den Chancen und Herausforderungen des Internets und sozialer Netzwerke beschäftigt. In 4 Medienkompetenzzentren gestalteten sie in kreativen und spielerischen Aktionen Collagen, Fotogeschichten, Songtexte und eine Werbekampagne, um das Internet zu retten. In einer eigenen Online-Projekt-Community tauschten sich alle Netzhelden auch über ihre Ergebnisse aus. Denkst du, dass du der ultimative Netzheld bist, also dass du den Internet-Hacker stoppen kannst? Naja, ich glaube schon. Denkst du auch, dass du gewinnst? Ich glaube auch schon, dass wir gewinnen. Und wieso? Weil wir heute in dieser Woche schon sehr viel geschafft haben. Eine ultimative nun nicht, aber ich denke, also alleine werde ich das auf keinen Fall schaffen, aber mit der Gruppe geht es auf jeden Fall. Denkt ihr, dass ihr den stoppen könnt, also den, der das Internet löschen will? Ja. Ja? Warum denkt ihr, dass ihr den stoppen könnt? Naja, weil unsere Klasse eine ganz gute Teamarbeit hat, jedenfalls meistens. Und kennt eure Klasse sich auch gut im Internet aus? Ja. Wir besuchen hier die Netzhelden der Mendel-Grundschule. Und wie man sieht, machen sie schon sehr viel. Und wir wollen mal gucken, was sie sonst noch so anstellt. Wir sind hier sehr weit draußen in der Medienetage und wollen mal schauen, was die Netzhelden der 5. Klasse des Pegasus-Ecks so tun. Wir besuchen heute hier die Netzhelden der Grundschule Kölnische Vorstadt. Wir sind hier in der Lücke und besuchen die Netzhelden der Hermann-Gemeiner Grundschule. Was ist euer Auftrag? Wir sollen hier eine Seite machen. Eine Webseite? Nein. Und worüber geht die Seite? Worüber? Über Vorteile des Internets. Was sind die Vorteile des Internets? So weit sind wir noch nicht. Jetzt genau heute, was müsst ihr da machen? Wir müssen also über Werbung und Internet sprechen jetzt gerade. Und was für Werbung sprecht ihr so? Viele, alle Werbungen.
Also wir drehen einen Film und ich bereite gerade was vor, weil in dem Film wird halt jemand beleidigt und da müssen wir so einen unechten Chat was vorstellen. Ich habe gehört, dass ihr einen Auftrag bekommen habt. Was ist das für ein Auftrag? Ja, das sind verschiedene Sachen. Wir haben drei Teams gebildet. Einmal das Rote, das macht Fotos von uns und guckt, wie wir arbeiten. Einmal das Blaue, das macht genau das Gleiche wie das Grüne. Da sollen wir einfach mal ein Gruppenfoto machen. Ein Foto von so einem Superheld. Dann sollten wir noch eine Collage machen. Warte mal ganz kurz. Was macht ihr gerade? Ja, wir machen Fotos. Wir haben gerade Plakate gemacht. Wir fordern... Okay. Ja, also wir haben halt mehr Männer an den Grundschulen gefordert, dass mehr Männer auch unterrichten sollen. In der Vorbereitung auf das Jugendmedienforum gestalteten die Netzhelden Präsentationen und entwickelten Wünsche und Forderungen für die jugendliche Internetnutzung im privaten und im schulischen Bereich. Wichtige Themen waren dabei Datenschutz und Privatsphäre, soziale Netzwerke, Cybermobbing, Werbung und Gesetze im Netz, Webseiten für Kinder und das Lernen mit digitalen Medien in der Schule. Möchtest du mehr an der Schule gefördert werden, mit Laptop zum Beispiel zu arbeiten oder so etwas? Ja, das findet irgendwie jeder besser schon. Naja, also es gibt bestimmt Schulen, wo auch mit Netbooks und anderen Sachen gearbeitet wird, aber ich denke... Ich würde es jetzt nicht so besonders finden, also nicht so gut eigentlich. Man soll lieber halt schreiben oder in Büchern gucken oder irgendwas anderes, anstatt nur im Internet. Weil das viel leichter wäre, da gäbe es keine Arbeitsblätter mehr und ja. Und du? Es macht eben mehr Spaß, am Computer zu sitzen und umzuschreiben. Und sollte in der Schule so mehr mit Technik gefördert werden, zum Beispiel auf Handys, sollten Handys darauf gelernt werden, oder? Das ist eine ganz schwierige Frage, an einen Lehrer zu stellen, mit einem Handy zu arbeiten. Ich denke, da muss noch ganz viel Vorarbeit geleistet werden, dass das dann vielleicht mal möglich ist. Ne? Was wären die Vorteile daran? Schnell zu sein, schnell an Wissen heranzukommen, um dann vielleicht auch in der Freiarbeit, sag ich mal, auch kreativer noch zu sein. Was würdest du denn sagen, wenn auf einmal jetzt so Unterricht mit Internet verbunden wäre, also du auf Handys Unterricht haben könntest? Weiß ich nicht. Musste ich mich gewöhnen dran. Natürlich sehr gut. Und findest du, dass man ein Unterrichtsfach haben müsste, wo man lernen sollte, wie man im Internet umgeht? Das wäre cool, ja. Das würde ich auch gern machen. Oder was hast du bis jetzt so gelernt? Wie man mit dem Internet umgeht, was man da so alles machen kann. Bilder reinstellen und so. Das kannst du jetzt auch. Ja. Was hast du diese Woche gelernt? Viel über Computerschutz und Virensicherheit. Und wie schützt man den Computer? Mit einem Virusprogramm. Und kannst du das jetzt auch aktivieren oder so? Eigentlich ist es immer aktiviert. Okay, Dankeschön. Über Internet habe ich ganz schön viel gelernt. Aber das Wichtigste ist, dass man seinen PC beschützen kann. Also damit man den Virus runter machen kann. Ich finde es eigentlich sehr gut, weil da lernen wir mal was über soziale Netzwerke. Nimmst du jetzt die Erlebnisse, die du in der Woche gesammelt hast, auch mit nach Hause und bist jetzt mehr am Computer oder so etwas? Also, nee, ich gehe lieber immer mehr raus. Hat dir diese Woche bis jetzt Spaß gemacht? Ja, sogar sehr Spaß gemacht. Was würde es für Konsequenzen jetzt für dich haben, wenn ihr es nicht schafft, das Internet zu retten? Ja, wäre schon doof, dann müsste ich halt andere Sachen machen. Wir machen uns jetzt wieder auf den Nachhauseweg und hoffen, dass sie es schaffen. Ich glaube, erstmal kommt eine Einführung und dann
Werden bestimmt die Gruppen, die den Internetabschalter suchen, werden ihn, glaube ich, dann suchen. Sonntag werde ich aber pünktlich um 12 Uhr das gesamte Internet. Okay, danke. Ja, wir konnten diesen Virus einsteuern, der sieht so ungefähr so aus. Ja, und können jetzt mal live reinschalten, wie der Internetabschalter arbeitet. Den Ton haben wir nicht mit diesem Trojaner programmiert. Vier verschiedene Koordinaten und wir würden jetzt, genau, wir haben es vorbereitet, vier eurer Teams, also die besten Netzhelden-Teams, die ihr entweder ausgelost habt oder ich weiß nicht, euch ausgesucht habt, losschicken. Wir haben da so GPS-Handys mit GPS drinnen, die sehen so aus. Und jedes Team bekommt jetzt von uns halt so ein Handy mit GPS und den Koordinaten. Das sind jetzt dann die Teams, die hoffentlich das Internet retten werden heute. Ja, hier könnte der an einer Hauswand geklebt sein. Der wird irgendwo aufgeklebt sein wahrscheinlich. Oder vielleicht liegt er irgendwo oder hängt oder so. Er liegt weg. Ne? Ein Scan-Programm suchen, genau. Barcode-Scanner. Geh da mal rein. Jetzt muss ich es draufhalten. Wir haben ja diese Werbekampagne gemacht. Super toll mit diesen Plakaten. Da sind ja auch teilweise Teams denn ausgelost worden oder rausgekommen? Also ihr habt euch ja wirklich total Mühe gegeben, auch bei diesem kleinen Casting, was wir gemacht haben. Seht ihr denn nur Vorteile des Internets oder auch Nachteile? Also es gibt auch Nachteile, zum Beispiel das Cybermobbing. Kennt ihr denn auch echte Fälle so von Cybermobbing oder habt ihr euch das jetzt alles so ausgedacht? Wie? Ja, alles ausgedacht. Das heißt, so eine Werbekampagne habt ihr jetzt nicht nur gemacht, weil es Aufgabe war, sondern ihr würdet auch sagen, Internet ist gut, toll. Ja. Super, ja, danke schön. Wirklich tolle Plakate. Kleiner Applaus auch für das Team. Wir sind die Netzen. Hat der mit Dienstag am meisten Spaß gemacht, weil da haben wir diese Collagen und so gemacht, dieses Netzstadtspiel, da konnten wir unsere Collage mit Graffiti einsprühen. Das hat mir Spaß gemacht. Das hier ist das beste Gruppenfoto vom Team HTML. Was ist eure Collage? Das ist Grüne. Ach, das selbstgebaute Haus. Ja, super, das fand ich auch toll. Ganz klasse. Der erste Platz geht an... Das Team hat hier mehr. Einen Punkt mehr als der zweite Platz. Herzlichen Glückwunsch. Das Spiel ist, haben wir mal ein Analogspiel rausgesucht. Das heißt, ihr kriegt alle so einen kleinen magischen Würfel. Ja, erster Platz. Hattet ihr auch Spaß oder wart ihr sehr im Stress? Also wir hatten Spaß, ja. Hatten keinen Stress. Dass ihr den Internet-Hacker gestoppt habt. Wir fühlen uns gut und freuen uns auch tierisch. Also. Wie habt ihr das gemacht? Wir haben so ein Gerät in der Hand gehabt und damit haben wir dann die gesucht. Gibt es irgendwelche Probleme mit dem Gerät? Ja, leichte Probleme hatten wir am Anfang und ein bisschen zwischendurch, aber es ging. Waren die Hinweise versteckt?
an der Schaukel, also auf dem Spielplatz, wo wir vorhin schon waren, dann an der Schaukel da unten und am Stein. Hättet ihr gedacht, dass ihr den schnappen könnt? Vielleicht, also das wissen wir nicht so ganz. Also. Hat er sich gewehrt, als ihr ihn gefunden habt? Nö. Wo ihr euch gegenseitig mal eure Themen vorstellt, die ihr erarbeitet habt. Dazu haben wir hier 8 Tische. Ihr habt auch so kleine Votings vorbereitet, so Zettel, die jetzt auf den Tischen liegen, wo es Klebepunkte zu gibt. Und nach jeder Runde würde ich dann bitten, dass ihr alle mal nach ihrer Meinung fragt und die kleben so einen Klebepunkt drauf. Entweder bei Ja oder Nein, sie stimmen zu oder sie stimmen nicht zu. Das ist ganz wichtig, weil das zeigen wir nachher auch den Experten. Kein Handyverbot. Weil es gibt an vielen Schulen eigentlich Handyverbot, sodass man das in den Stunden zwar ausschalten soll oder auch stumm, aber dann in den Pausen Musik hören kann oder so, weil es gibt Kinder, die eben nicht so viel rumtoben wollen oder so, sondern lieber alleine und die dann in der Ecke sind und dann können die auch Musik hören. Dann unsere dritte Forderung ist iPads in den Klassen, irgendwie so 2 Stück oder 1 Stück. Und es soll man nicht jeden Tag damit machen, sondern so jede Woche regelmäßig. Ich finde es einfach modern und so. Ich finde es einfach cooler, wenn man auch mal ein bisschen Spaß hat im Unterricht. Hat man ja meistens auch, aber zum Beispiel jetzt in Geschichte. In unserer Schule ist es total langweilig. Wenn man da vielleicht mal im Internet mit den iPhones was gucken könnte, dann würde es vielleicht auch mehr Spaß machen, weil es eben modern ist. Und ihr könnt in Memory machen und die sind halt auch gekennzeichnet mit den Farben. Ist Cybermobbing strafbar? Vorbereitet. Dort können die Kinder 15 Fragen beantworten. Dann haben wir hier noch 4 Videos vorbereitet über Spams, Sicherheit im Internet, Viren und noch ein Thema. Zum Beispiel, wie kann man sein Profil schützen? Bei Werbung überall, weil Werbung sind ja auch manchmal versteckt. Zum Beispiel bei Google, wenn man Suchbegriff eingibt, dann sind Werbungen gelb eingerahmt und man erkennt es meistens nicht. Ein Thementalk mit Experten bildete den Abschluss der Projektwoche. Die Schülerinnen und Schüler gingen mit ihren Ergebnissen an die Öffentlichkeit. Klaus Hinze von der Aktion Kinder- und Jugendschutz, Kai Hanke vom Deutschen Kinderhilfswerk und Carola Elbrecht von der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. beantworteten Fragen und kommentierten die jugendlichen Wünsche und Forderungen. Wir haben eine Informationsseite im Internet, die nennt sich Surfer haben Rechte und hier kann man Informationen abrufen zu den Themen soziale Netzwerke, speziell auch zu Facebook. Ich bin von der Aktion Kinder- und Jugendschutz, aber aus dem Land Brandenburg. In Berlin gibt es unseren Verein nämlich nicht und ich bin schwerpunktmäßig im Jugendmedienschutz auch tätig. Das Deutsche Kinderhilfswerk kümmert sich, wie der Name schon sagt, um die Interessen von Kindern. Dabei setzen wir uns dann vor allem für Kinderrechte, aber auch für die Beteiligung von Kindern an den Dingen, die sie eben betreffen, ein. Es gibt halt viele Kinder, die so gemobbt werden und dagegen sollte man halt was tun, weil es einfach nicht okay ist. Und dann habt ihr zusammen auch drüber nachgedacht, was man dagegen tun kann? Wir haben Anforderungen gestellt. Ja. Und die sind in allen Schulen sollte als Thema, also als Projektwoche oder Projekttage, Cybermobbing eingeführt werden, dass es erst gar nicht dazu kommt bei den Oberschulen oder bei Grundschulen. Was Cybermobbing ist, was kann ich machen, wenn ich mich schützen möchte dagegen? Also es gibt zum Beispiel Internetseiten zu dem Thema, Mobbing Schluss damit, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da kann man sich über Cybermobbing auch informieren. Die andere Frage ist, glaube ich, ganz wichtig, die ihr gestellt habt. Wo kommt das her? Warum machen das Leute? Glaube ich, ist es wichtig, dass man auch unterscheidet. In den Medien wird gemobbt, aber man mobbt natürlich auch vor allem Leute, die man kennt. Und unsere Forderungen sind mehr Workshops zum Thema Datenschutz im Internet in den Schulen.
Das können wir natürlich nur begrüßen, dass wirklich von klein auf nach Möglichkeit auch schon im Grundschulalter hier entsprechend aktiv aufgeklärt wird, wie man sich richtig im Internet verhält, wie man seine Daten schützt. Also eine absolut berechtigte und sehr gute Forderung. Ich muss ja noch Hausaufgaben machen. Dinosaurier. Enter. Kauf den Fernseher im Medienmarkt. Ich bin nicht blöd. Ich auch nicht. Ich kann mir da irgendwas zum Beispiel installieren, dass es keine Werbung mehr gibt, aber es kostet genug. Es gibt natürlich schon technische Schutzmöglichkeiten. Meistens bieten die Browser solche Sachen an, direkt auch Pop-up-Werbung oder Fenster auszuschalten. Zum Thema Werbung generell, also wir hatten vor einiger Zeit mal so Kinderspielportale überprüft und die dort eingebundene Werbung, und es war teilweise schon erschreckend. Also so ein bisschen dieses Szenario, was jetzt hier dargestellt wurde, hier ein Werbefenster, da ein Werbefenster, das können wir soweit auch nur bestätigen. Die zweite Forderung ist, wir wollen iPads in den Klassen. Die dritte ist, dass wir kein Handyverbot mehr haben wollen in den Schulen. Und die letzte, dass mehr jüngere Männer oder insgesamt jüngere Leute in den Schulen unterrichten sollen. Ich weiß nicht, wer das bezahlen soll. Ich fände es auch gut, aber ich wüsste nicht, wer das Geld dafür hat. Generell muss man aber, glaube ich, sagen, dass die Ausstattung von Klassen und Schulen mit Medien natürlich immer besser sein kann. Aber wir haben zum Beispiel im Deutschen Kinderhilfswerk auch festgestellt, dass es auch mal ganz wichtig ist, sich zu überlegen, was macht man dann da überhaupt mit? Und dafür braucht man dann auch Lehrerinnen und Lehrer, die damit umgehen können. Und ich glaube einfach, man muss sich in der Schule dann Regeln ausdenken, wie wir mit dem Handy in der Schule umgehen. Also manche finden, dass auf den perfekten Kinderseiten also auch gute Spiele drauf sind, dass man sich da nicht anmelden muss, dass kaum Werbung, also eigentlich gar keine Werbung drauf ist. Bing! Geschichte nicht schon wieder. Wurden die Pyramiden gebaut? Wer hilft mir? Ich wäre Lenny. Bing! Ich frage mal Lenny. Er ist sehr gut in Geschichte. Es geht euch bestimmt auch so, ob wir die Community weiter nutzen können, die wir jetzt angefangen haben, ne? Ja, wir müssen die ja auch finanzieren. Aber da ihr die alle so toll genutzt habt, denke ich, lassen wir die erstmal noch einen Monat für euch bestehen. Ihr könnt weiter rumprobieren. Und wenn ihr da so, wenn man sieht, dass sie so richtig aktiv ist, dann überlegen wir uns was, wie die auch noch länger dann da bleibt. Okay, danke schön. Ich fand es sehr gut, also sowas hatten wir noch nie, und ja, ich finde es eigentlich sehr gut, dass auch so eine Seite erschaffen wurde. Wir haben so einen Film gedreht, also ich und meine Gruppe, und das hat Spaß gemacht. Und halt einen Account erstellen beim netzhelden.de. Wir haben zusammen einen Rap geschrieben und der wurde dann auch online hochgeladen. Also wir haben alle, so ziemlich alles, was wir gemacht haben, wurde im Netzwerkspiel online hochgeladen. Das hat mir ziemlich Spaß gemacht. Wie man sich erhält und so, und das Internet man nicht benutzt, um Leute zu mobben und so. Wir haben viel am Computer getan und gechattet und hat viel Spaß gemacht. Der Werbespot, der hat mir am meisten Spaß gemacht. Wir haben einen kleinen Film gedreht. Der hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen haben wir auch, sag ich jetzt mal, viel falsch gemacht und mussten halt selber über unsere Fehler lachen. Also die Woche hat mir sehr gefallen. Wir konnten sehr viel machen und es hat uns Spaß gemacht. Das Chatten und Surfen im Internet. Das Spannendste war der Klassenraum 2030. Zum Beispiel keine richtigen Papierarbeitsblätter mehr haben, sondern die jetzt in Computern drin sind. Dass man also mit Computern arbeitet, die Tafel reagiert auf Wörter. Und wie wird euer Klassenzimmer in der Zukunft aussehen? Mit Flachbildfernsehern, 3D-Fernsehern, perfekte HD. Viele Personen. iPad, irgendwas, alles. Wie bereiten Sie sich darauf vor, dass am Freitag das Internet abgestellt wird? Keine Ahnung, davon habe ich noch nichts gehört. Also. Keine Ahnung, also da, tja, ist ein bisschen schockierend. Das Internet, davon weiß ich ja noch gar nichts. Videobotschaft haben bekommen und war heute Morgen in den Nachrichten zu hören. Ja, das habe ich leider verpasst und das war ganz schlimm für mich, ehrlich gesagt, wenn ich kein Internet hätte. Wieso? Weil ich ständig damit arbeiten muss. Sind Sie auf Facebook oder so? Ja, das selbstverständlich.
Ich hab ja keine Zeit. Nee, ich hab Termin wegen meiner Brücke. Ich hab ja kein Internet, mir ist es egal. Ist Ihnen egal, vollkommen egal. Dankeschön.